Meine sehr geehrten Damen und Herren, das richtige Zitieren in einer wissenschaftlichen Arbeit. Ich lade Sie ein, sich einige Minuten mit mir zu diesem Thema auseinanderzusetzen. Das ist auch die häufigste Frage, die man eigentlich im Zusammenhang mit der Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit zu hören bekommt. Die Studierenden sagen, wie soll ich zitieren, was soll ich zitieren, wie zitiert man korrekt und wie geht man mit einem Plagiat um. Man hört, dass bei jeder wissenschaftlichen Arbeit, die an Hochschulen, Bildungseinrichtungen eingereicht wird, immer ein Plagiatscheck erfolgt. Das ist auch gut und vernünftig so, aber die Studierenden haben hier ein bisschen Angst, dass sie, falls sie durch Zufall etwas selber schreiben und das deckt sich dann mit jemandem, was jemand schon einmal geschrieben hat, ist das dann schon ein Plagiat. Also die Angst vor dem Plagiat soll sie nicht daran hindern, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Ich möchte an die Spitze sozusagen dieser Einführungen in das richtige Zitieren Umberto Eco zitieren, der einmal, ich glaube 1993, das richtige Zitieren in einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit aufgestellt hat. Und wie sich das für einen berühmten Autor ziemt, hat er das die 10 Gebote genannt. Und ich darf sozusagen seine Argumente, warum man richtig zitiert und wie man richtig zitiert, für Sie in diesen 10 Geboten ganz kurz einleitend zusammenfassen. Umberto Eco ist ein 1932 geborener Wissenschaftler. Er ist leider 2016 gestorben, aber er hat in seinem reichhaltigen Schaffen, er war ja auch Professor für Semiotik in Bologna, nicht nur 39 Ehrendoktorate bekommen, ein österreichisches ist nicht dabei, aber er hat den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur bekommen. Und das ist etwas, was ihn sozusagen als Professor für Semiotik an der ältesten Universität Europas in Bologna immer schon beschäftigt hat, eine wissenschaftliche Arbeit verständlich auszudrücken. Das ist etwas, was das Leben von Umberto Eco auch so wertvoll gemacht hat in seinem wissenschaftlichen Bereich, weil er sich einer klaren Sprache bedient hat und Wissenschaft daher nicht wie eine sozusagen von der Außenwelt abgeschlossene, in sich nicht verständliche Form der Auseinandersetzung mit geistigen Erkenntnissen anderer gesehen hat, sondern eben sehr prägnante, sehr gute auch Formulierungen schwieriger Texte gefunden hat. Ich hoffe, ich war jetzt nicht allzu lange in der Einbegleitung, aber Umberto Eco spricht bei einem seiner Gebote auch davon, dass man einen anderen großen Denker sozusagen als Zeugen aufruft. Und dem werde ich jetzt gerecht, indem ich Umberto Eco benütze, um sie ein bisschen aufzuwärmen für das, wie zitiere ich in wissenschaftlichen Arbeiten. Also seine 10 Gebote des richtigen Zitierens. Schon das erste Gebot ist klar, es ist ausführlich zu zitieren. Was meint er damit? Er meint, dass auch das Zitat eine angemessene Länge haben muss, damit man den Sinn und den Zusammenhang beurteilen kann, in dem dieses Zitat steht. Also besser länger als kürzer zitieren. Das heißt natürlich nicht, dass wir ein Gesamtwerk unter Anführungszeichen stellen und sagen, das ist mein Zitat, sondern also angemessen, ausreichend und wie er sagt, ausführlich zitieren ist das erste Gebot. Das zweite Gebot von ihm ist, Sekundärliteratur ist nur zu zitieren, wenn sie besonderes Gewicht hat. Was meint er damit? Er meint klarerweise, dass Primärquellen heranzuziehen sind, Sekundärquellen insbesondere auch dann, wenn sie eine besondere oder eine abweichende Meinung vertreten. Nun, viel von dem, was wir haben, ist gerade in qualitativen Auseinandersetzungen, die Auseinandersetzung mit anderen Biografien, mit anderen Artikeln, mit anderen Unterlagen. Das heißt, diese Einhaltung von Primär- und Sekundärquellen ist nicht immer einfach, aber wenn Sie sich mit der Literatur anderer auseinandersetzen, und das wird vielfach in Ihren wissenschaftlichen Arbeiten passieren, dann machen Sie das A einmal ordentlich
erkennbar und B, dort wo Sie Zugang zu Primärquellen haben, nutzen Sie diese. Also das zweite Gebot von Umberto Eco, Primärquellen, Sie können das originäre Werk selber verwenden. Es ist klar, dass wenn Sie heute auf klassische Texte der Staatsphilosophie beispielsweise Bezug nehmen, die nicht mehr leicht zugänglich sind, dass Sie dann auch hier Sekundärliteratur heranziehen können. Wobei wir leben heute in einer Zeit des Internets, wo wir den Zugang zu den Primärquellen auch haben, weil sie vielfach über das World Wide Web verfügbar sind. Ich werde Ihnen auch in Ihre Unterlagen eine Seite hineinstellen, wo Sie über Meta-Suchmaschinen, also die Suche innerhalb des Webs eingrenzende Suchmaschinen, die nach wissenschaftlichen Texten suchen, benutzen können, wenn Sie im Internet recherchieren. MetaGer ist nur eine von möglichen Meta-Suchmaschinen. Aber wieder zurück zum zweiten Gebot, dass wir Primärquellen zitieren sollten und nicht Sekundärquellen. Wir kommen dann noch darauf zu sprechen, wie man ein Zitat aus einer Sekundärquelle heraus ersichtlich macht. Also Primärquellen verwenden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, kommen wir zum dritten Gebot Umberto Ecos. Umberto Ecos drittes Gebot heißt, zitieren heißt die Meinung des Autors teilen. Was meint Umberto Eco damit? Umberto Eco heißt, dass man sich durch das Zitieren der Meinung des Autors, auf dessen Schultern man steht, teilt. Nun, natürlich können Sie auch Autoren aufrufen, deren Meinung Sie nicht teilen. Das werden Sie aber dann natürlich im Rahmen Ihrer wissenschaftlichen Auseinandersetzung dann auch würdigen, reflektieren. Wir kommen später darauf zu sprechen, dass im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit natürlich die Meinung eines Autors, einer Autorin auch kritisch reflektiert werden kann und dass insbesondere in Wissenschaften, in denen es Schulenbildungen gibt, wo man unterschiedliche Zugänge hat, hier auch eine Auseinandersetzung mit anderen Autoren, deren Meinung man nicht teilt, in die wissenschaftliche Arbeit einbaut. Aber grundsätzlich meint Umberto Eco, dass wir Autoren aufrufen, quasi als Beweis für unsere Stellung oder für unsere Auffassung, für unsere Erkenntnisse nehmen, weil sie unserer Meinung sind oder wir ihre Meinung teilen. Das vierte Gebot von Umberto Eco ist klar, im Zitat müssen immer Autor und Quelle genannt werden, die Autorin und die Quelle. Also wer hat wo natürlich auch wann etwas von sich gegeben. Also wenn Sie sich heute über Genetik auseinandersetzen und Sie verwenden irgendwelche wissenschaftliche Bücher aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, dann stimmen die genetisch natürlich einfach nicht mehr. Oder wenn Sie Genetiker des Nationalsozialismus heute heranziehen, dann ist klarerweise die Zeit, in der etwas geschrieben wurde, auch Grund genug, sich damit extrem kritisch auseinanderzusetzen. Also nicht nur den Autor nennen, sondern auch die Quelle nennen und dann wissen wir, wann und in welchem Zusammenhang wurde was geschrieben. Die Regel Nummer 5, es soll nur aus, er schreibt sogar, anerkannten Ausgaben zitiert werden. Also wir sollten nur nach kritischen und anerkannten Ausgaben zitieren. Nun, wir kommen im Rahmen des wissenschaftlichen Arbeitens noch darauf zu sprechen, dass selbst ein Liebesroman, ein Kitschroman, diese dünnen Romane, Ärzteromane oder auch Comics eine Quelle für das wissenschaftliche Arbeiten sein können, wenn Sie beispielsweise die Rolle der Frau in Comics untersuchen oder die Rolle der diplomierten Krankenpflegerin und des Arztes im Liebesroman. Es ist ja immer der Arzt und die Krankenschwester. Alleine hier diese Stereotypen, Frauenbilder in diesen Kitschromanen, dann brauchen Sie den Kitschroman als eine Quelle, um es zu untersuchen. Oder wenn Sie heute, weiß ich nicht,
die Verhältnisse der Stadt Wien, Wohnungsnot zur Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhunderts anschauen, dann kann der Roman von Felix Salten, die Josephine Munzenbacher, für Sie eine interessante Quelle sein, weil hier beschrieben wird, wie zum Beispiel Bettgeher in Wien gelebt haben, dass sich mehrere Schichtarbeiter ein Bett geteilt haben. Der eine war arbeiten, hat der andere das Bett genutzt und umgekehrt. Das heißt, um die Quellen zu finden, die Wiener Wohnungsnot zu beschreiben, die möglicherweise in den Zeitungen damals natürlich aufgrund der Zensur und so weiter nicht wirklich beschrieben wurde, kann auch ein Buch wie die Josephine Munzenbacher herangezogen werden. Natürlich muss man dann wissen, in welchem Zusammenhang man das zitiert. Auch Umberto Eco in seiner Verkürzung oder in der Verkürzung, die ich vornehme, um seine 10 Gebote einfach nur sozusagen praktisch pragmatisch darzustellen, muss man natürlich auch in diesen Zusammenhang stellen. Er hat das 1993 geschrieben. Da waren also auch die Zugänge zu den Datenquellen, so wie wir sie heute haben, ganz andere. Aber ich finde das mit den 10 Geboten einen guten Einstieg und deswegen entschuldigen Sie bitte. Regel Nummer 6 oder 10. Gebot. Fremdsprachige Autoren sind in der Originalsprache zu zitieren. Fremdsprachige Autoren sind in der Originalsprache zu zitieren. Natürlich muss man dann eine Übersetzung beibringen, denn wenn sich also ein gebildeter Mann wie Umberto Eco auf eine französische oder spanische Originalquelle zitiert, dann werden wir das nicht in dieser Sprache lesen können. Also Umberto Eco sagt, zitieren Sie in der Originalsprache, aber fairerweise zitieren Sie das dann in einer Fußnote. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die meisten wissenschaftlichen Arbeiten oder die Ersteller von wissenschaftlichen Arbeiten, die den Richtlinien ihrer Bildungseinrichtung folgen, sagen, dass Zitate aus dem Englischen nicht übersetzt werden müssen, weil Englisch sozusagen als eine weltweite Wissenschaftssprache von Autoren wissenschaftlicher Texte verstanden werden sollte. Also gilt sozusagen dieses Übersetzungsgebot, dass man fremdsprachige Literatur dann auch in der Arbeit als Übersetzung in der Fußnote anbietet für englischsprachige Texte nicht. Umberto Eco geht in seiner 7. Regel darauf ein, dass aus einem Zitat erkennbar sein muss, dass es sich auf einen anderen Autor und ein anderes Werk bezieht, als das der Verfasser, und daher muss er auf dieses verweisen. Das ist klar, das ist ja das Prototypische an einem Zitat, dass wir auf ein fremdes Werk, einen fremden Verfasser verweisen. Regel Nummer 8, und die möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Die Regel Nummer 8 von Umberto Eco behandelt sozusagen die Einfügung eines Zitates in den Text. Wenn das Zitat bis zu 3 Zeilen lang ist, wird es in den fortlaufenden Text eingebaut und durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Längere Zitate werden durch eingerückte, einzeilige Schreibweise gekennzeichnet. Das ist ein Vorschlag von Umberto Eco, der oft in wissenschaftlichen Arbeiten anders gesehen wird. Sie bekommen ja von Ihrer Bildungseinrichtung immer den Vorschlag, wie zitiert wird. Aber Umberto Ecos Vorschlag hat etwas für sich, dass wir kurze Zitate, direkte Zitate, also unter Anführungszeichen gesetzte Zitate, im Text fortlaufend verwenden. Wenn es sich aber um ein längeres als 5-zeiliges Zitat handelt, dass wir das natürlich immer noch unter Anführungszeichen einrücken und einzeilig schreiben. Die meisten wissenschaftlichen Arbeiten haben ja die Vorgabe, in 1,5-zeiligem Abstand verfasst zu sein. Dann kann man also auch ein direktes Zitat als solches gut erkennen, wenn es länger ist. Also das ist die Einfügung des Zitates in die wissenschaftliche Arbeit. Wie schaut nun das 9. Gebot oder die 9. Regel von Umberto Eco aus? Er sagt, das Zitat muss wortgetreu sein. Das heißt, es ist Wort für Wort zu übernehmen. Dabei sind Fehler im Original durch eine Einfügung sic zu kennzeichnen. Wir kommen natürlich heute noch auf das, was Umberto Eco uns jetzt hier sozusagen einzeln vorgibt, noch zu sprechen und werden das sicher noch ein bisschen detaillierter machen, aber das ist tatsächlich ein spannendes Gebot und wir werden uns dem auch einige Minuten widmen,
weil wir hier dann auch erkennen, wenn jemand im Rahmen eines direkten Zitates, das durch Anführungszeichen gekennzeichnet ist, Hervorbringungen, also er unterstreicht etwas schwarz, er sperrt Wörter, also er macht sozusagen Hervorhebungen, dass er das selber, wenn die Hervorhebungen vom Autor sind, kenntlich macht, dass die im Original nicht so waren, oder wenn ein Originalautor eine Hervorhebung besonders gemacht hat, weil er eben gesperrt geschrieben hat oder schon in Fettdruck, dass man das auch so übernimmt. Oder wenn man es nicht übernimmt, sagt, im Original war es aber anders. Weil natürlich, wenn jemand etwas hervorhebt in einem Zitat, dann will er damit etwas Besonderes ausdrücken. Und das soll auch beim Zitieren nicht verloren gehen. Oder wenn es mir wichtig ist, aus einem Originalzitat etwas hervorzuheben, das dann auch für den Leser erkennbar zu machen. Weil wenn ich etwas betone, dann muss das der Originalautor nicht betont haben. Also diese sozusagen neunte Regel oder das neunte Gebot von Umberto Eco hat schon wirklich etwas für sich. Und nun, das, was er jetzt sozusagen zusammenfassend als ein zehntes Gebot bezeichnet, zitieren ist, meint Umberto Eco, wie in einem Prozess etwas unter Beweis zu stellen. Wir müssen in einem Prozess Zeugen beibringen. Wir rufen Zeugen auf, die sagen, jawohl, der Straftäter war schon übel beleumundet, oder die Mutter sagt, er war immer schon ein Braver. Also wir rufen Zeugen aus. Oder, wenn jetzt nicht so Slapstick von mir formuliert, sondern wir wollen Sachverhalte feststellen bei Gericht, und die lassen sich oft nur durch Beweismittel, die beigebracht werden, sozusagen die Wahrheit ergründen. Das können Zeugen sein, das können andere Beweismittel sein, und ähnlich, sagt Umberto Eco, ist es auch bei einer wissenschaftlichen Arbeit. Sie müssen Beweismittel beibringen, Zeugen beischaffen, die ihre Position sozusagen stützen. Und natürlich muss jetzt ein Zeuge auch glaubwürdig sein. Also wenn sie bei Prozess ein Schurke dem anderen ein Alibi gibt, dann wird das die Richterin nicht rasend überzeugen. Das heißt, so wie der Leumund eines Zeugen eine Rolle spielt, so ist auch die Qualität einer aufgerufenen fremden Quelle ein Indiz dafür, dass uns der Beweis gelingt, weil wir diesen Autor, diese Autorin dadurch aufrufen. Daher muss auch die Verweisung sozusagen auf diese Quelle genau sein. So wie die Richterin den Zeugen auch nach seiner Herkunft, nach seinem Alter und möglicherweise nach seiner Adresse befragt und in welchem Zusammenhang der Zeuge mit der Angeklagten oder dem Angeklagten steht, so müssen wir auch hier das Werk ausreichend zitieren. Sollte es eine Quelle sein, deren Autoren wir nicht kennen, dann muss das eben auch kenntlich gemacht werden. Aber es soll diese Nachvollziehbarkeit gegeben sein, dass jeder in der Lage ist, dieses Beweismittel, das von uns ins Treffen geführte Argument, auch wirklich selber zu finden. Das heißt, diese Nachvollziehbarkeit der Quelle ist für Umberto Eco, aber natürlich nicht nur für ihn, sondern für uns alle, die wissenschaftlichen Arbeiten verpflichtet sind, eine ganz wichtige. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht noch einmal kurz abrundend zu dem Thema die zehn Gebote von Umberto Eco zum richtigen Zitieren. Was ist der Unterschied zwischen einer Paraphrase und einem Zitat? Wir kennen das direkte Zitat. Hier übernehmen wir wortgetreu das, was wir aus der Originalquelle herausnehmen. Nach all den Geboten von Umberto Eco, ausreichend lange, Qualität und so fort. Wir machen das durch Anführungszeichen erkenntlich oder kenntlich. Also wir übernehmen hier zur Gänze 1:1. Wenn wir jetzt zusammenfassend zitieren, also wir haben einen Gedanken des Autors, auf dessen Schultern wir stehen, der über vier Seiten sich hinzieht, dann ist natürlich ein direktes Zitat über vier Seiten nicht im Einklang mit den Konventionen wissenschaftlichen Arbeitens. Dann müssen wir das zusammenfassen. Das nennt man Paraphrasieren. Und diese Paraphrase müssen wir auch erkennbar machen. Wir haben hier eine fremde Quelle verwendet. Es ist nicht unser Gedankengut, aber es ist nicht im Original übernommen worden, weil wir es gekürzt haben. Das muss man auch im Zitat erkennbar machen. Und eine Paraphrase
ist so gekennzeichnet, dass zum Beispiel die Vergleiche, dann kommt also das Werk, aus dem wir zitieren, Seite 13f, dann bedeutet das, die Seite 13 und 14 im Originalwerk haben wir hier zusammengefasst. Wenn wir schreiben Seite 13 bis 18, dann wissen wir, es sind diese Seiten 13 und 18 eingeschlossen, aus denen wir dieses Werk zitieren. Weil bei manchen Arbeiten steht drinnen sozusagen Seite 13ff folgende, da wird dann nicht, dann ist erkennbar, dass es sich um eine sozusagen textliche Quelle handelt, die sich über mehrere Seiten zieht, die auf Seite 13 beginnt, aber das Ende FF heißt Schmecks, ne? Ist das bei Seite 18 aus, bei Seite 21. Das heißt, die Konvention wissenschaftlichen Arbeitens sagt, bitte grenzen Sie auch die paraphrasierte Quelle ein, also Seite 13 bis Seite 18. Allerdings muss ich eben diese Quelle nicht sozusagen wortwörtlich übernehmen, aber wie Umberto Eco auch verlangt, das kenntlich machen, aber nicht nur kenntlich machen, sondern auch sehr sorgfältig auswerten. Also ich kann jetzt nicht sozusagen die Idee, die hinter dem originären Text steht, frisch und fröhlich uminterpretieren und sagen, ich habe es eh ins Treffen geführt, sondern man muss also hier sehr sorgfältig arbeiten, damit der Sinn und der Zusammenhang des ursprünglichen Zitates erkennbar ist, dass es auch wirklich die Meinung des zitierten Wissenschaftlers, der zitierten Wissenschaftlerin sozusagen wiedergibt. Was ist jetzt das Plagiat aus Sicht von Umberto Eco? Ein nicht erkennbar gemachtes Verwenden fremder Quellen ist geistiger Diebstahl und damit ein Plagiat. Also wenn ich mich auf den Gedanken eines anderen berufe, ohne sie durch eine Paraphrase oder durch ein direktes Zitat erkennbar zu machen, dann sagt Umberto Eco, ist das geistiger Diebstahl und ist das ein Plagiat. Wenn man eine eigene Urheberschaft behauptet, aber auf fremden Erkenntnissen sozusagen aufbaut, ohne sie zu zitieren, dann ist das ein Plagiat. Wenn Sie zufällig eine Wortfolge von 3 oder 5 Wörtern finden, die auf der ganzen Welt schon einmal verwendet worden sind, ist das kein Plagiat. Aber ich sage immer, man sollte wirklich sehr sorgfältig mit fremdem Eigentum umgehen, mit fremdem geistigen Eigentum natürlich auch. Und so kann schon beispielsweise die Gliederung einer Idee in 7 Todsünden oder in 10 Gebote, also wenn Sie sich an einen fremden Autor, eine fremde Autorin anlehnen, günstig zitiert werden. Also Sie könnten sagen, die Gliederung der Arbeit folgt dem Aufbau der Arbeit von dem und dem. Also ich glaube, dass geistiges Eigentum jetzt nicht nur eine interessante Erkenntnis aus einem Werk sein kann, sondern auch, wie man ein Werk sozusagen aufbereitet. Also hier besser eine Grundregel, zitieren Sie lieber mehr als zu wenig. Was gar nicht geht, ist, einfach fremdes Eigentum für Ihr eigenes auszugeben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie mir erlauben, würde ich jetzt in die wirkliche Arbeit des Zitierens einsteigen. Mein Computer hat sich mittlerweile aufgehängt. Es ist ihm schon der Umberto Eco zu lange geworden. Ich hoffe Ihnen nicht. Wir kommen aber jetzt zu dem, was wir auch im Unterricht, sozusagen Unterricht, es klingt so hochtrabend, was wir in diesem gedanklichen Austausch, den wir jetzt miteinander haben, zum Thema wissenschaftliches Arbeiten Ihnen auch beibringen dürfen. Wir haben hier sehr viel zusammengestohlen. Diese Lehrveranstaltung Wissenschaftliches Arbeiten ist genauso entstanden wie wissenschaftliche Texte. Wir haben sozusagen aus dem Internet gesucht, wir haben Unterlagen verwendet von Institutionen, an denen wir auch selber tätig sind. Das heißt, wir stellen Ihnen hier in Form von Folien auch geistiges Eigentum von Lehrveranstaltungsleitern der Universität Wien oder der Hochschule Allensbach oder der Fachhochschule Burgenland zur Verfügung, weil in all diesen akademischen Einrichtungen
im gleichen Sinne sozusagen die Konventionen des wissenschaftlichen Arbeitens gepflogen werden, die nicht unglaublich unterschiedlich sind, aber doch in Nuancen voneinander abweichen können, weil es auch einen Unterschied macht, in welcher Form des Zitierens man aufwächst, welche Methode des Zitierens man verwendet und welche Formvorschriften hier gelten. Vielleicht ganz generell zum Einstieg: Wenn Sie irgendwo eingeladen sind zum Essen und Sie setzen sich nieder, dann gibt es Konventionen. Zum Beispiel, wer beginnt mit dem Essen, kann man schon anfangen, bevor die Dame des Hauses das Essen sozusagen eröffnet hat. Wie liegen das Messer, die Gabel, der Dessertlöffel, welche Gläser werden für Mineralwasser, Bier und Wein verwendet. Also die Konventionen eines Abendessens, hier folgt man auch bestimmten Vorschriften, man schneuzt sich nicht ins Tischtuch, also zumindest in unseren Breiten nicht. Das heißt, es gibt hier Konventionen, die eingehalten werden, und nicht anders ist es beim Zitieren. Und wenn Sie sich das sozusagen merken oder verinnerlichen, dass es einfach hier gute Konventionen wissenschaftlicher Arbeit gibt, dann haben wir schon den Hauptteil der Frage, wie zitiere ich richtig, beantwortet. Die erste Frage: Warum zitieren wir eigentlich? Nun, die Unterlagen, die wir hier von der Uni Wien verwenden dürfen, eine positive und negative Bezugnahme auf andere Texte nennt man wissenschaftlichen Diskurs, und der erfolgt auch durch Zitate. Wenn Sie sich erinnern, hat Umberto Eco gemeint, wir rufen nur Zeugen auf, die unserer Meinung sind. Da meint er die Bedeutung eines Zitates, wir nehmen jemanden anderen für unser Zitat sozusagen wahr. Ja? Wir rufen einen Zeugen auf, um, wie bei Gericht, um einen Beweis antreten zu können. Ein anderer, noch dazu ausgewiesene Wissenschaftlerin beispielsweise, macht das. Nun, in der Wissenschaft haben wir es auch mit Diskurs zu tun. Wir rufen unterschiedliche philosophische Schulen auf, unterschiedliche wirtschaftliche Expertinnen und Experten, oder jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise haben wir unterschiedliche Erkenntnisse unterschiedlicher Virologen bekommen. Das heißt, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, ein wissenschaftlicher Diskurs kann auch stattfinden, indem wir sagen, die Virologin sagt das, die Virologin sagt das. Wie könnte sozusagen jetzt eine Näherung an die wissenschaftliche Wahrheit ausschauen? Man soll aber bei diesem Zitieren auch immer wieder, auch was Umberto Eco schon gesagt hat, die Möglichkeit eines Nachvollzugs auf die ursprüngliche Quelle haben, auch einen Nachvollzug der Bezugnahme, um welchen inhaltlichen Gegenstand geht es denn eigentlich. Wo sind wir jetzt daheim, wenn wir diese Quelle sozusagen aufrufen? Es geht um ein wesentliches, um ein umfassendes Ausweisen der ursprünglichen Quelle. Was heißt hier jetzt deutlich und umfassendes Ausweisen? Wir kennzeichnen einmal, dass es sich um ein Zitat handelt, das heißt eine Quellenwiedergabe. Wir weisen aus, wo sich dieses Zitat in der Originalquelle befindet, das nennt man den Quellennachweis, und wir wahren das geistige Eigentum. Wir haben jetzt einen differenzierten Umgang mit Zitaten in der Primär- und in der Sekundärliteratur. Ein Zitat ist auch der Beweis oder der Beleg dafür, dass man den Forschungsgegenstand, den man jetzt untersucht, gut aufgearbeitet hat. Das heißt, oft ist auch eine zeitnahe Zitierung ein Qualitätsbeweis für eine wissenschaftliche Arbeit. Natürlich, wenn Sie ein Historiker sind und Ihre einzige zur Verfügung stellende Quelle sind Artefakte, die Sie gerade ausgebuddelt haben, und die schriftlichen Quellen gibt es also jetzt sicherlich keine im Internet auffindbare Quelle aus dem Jahr 2020, dann können Sie das nicht verwenden. Aber wir haben oft also Bücher und Monographien sind immer noch der Hauptteil der wissenschaftlichen Literatur. Natürlich neben den Scientific Journals, den wissenschaftlichen Zeitschriften, auf die man sich in manchen Disziplinen jetzt verstärkt, auch zitationsmäßig stützt, wobei es Bereiche wie die Rechtswissenschaften, die Wirtschaftspädagogik und vielleicht auch Philosophen gibt, wo wir weniger in den wissenschaftlichen Journalen alleine, sondern auch in großen Monographien noch forschen müssen. Also eine Quelle sozusagen
aufrufen, nachweisen, wie Sie, also aus welchen Teilen Sie hier heraus zitieren. Und man sollte, und das ist, finden Sie auch in den Folien, die wir Ihnen beigeben, sorgfältig überlegen, was zitiert wird. Ich meine, ich habe zuerst schon gesagt, dass wir ausreichend zitieren sollen, damit wir jeden Gedanken, den wir einem Dritten verdanken, ausweisen. Aber wir sollten auch in wissenschaftlichen Arbeiten jetzt nicht ausschließlich Zitierfriedhöfe oder Zitatsfriedhöfe produzieren. Das heißt, es führt uns zu Regeln zur Verwendung von Zitaten. Erste Regel, Originaltreue. Was ist damit gemeint? Also die Zeichen, die verwendet werden, die Hervorhebungen im verwendeten Originalzitat, das wir direkt zitieren, sollen auch so nachgewiesen werden. Druckfehler wollen wir vermeiden, aber wenn jemand in einer altdeutschen Sprache dies mit einem einfachen I und zwei S schreibt, dann ist das ein Originalfehler, den man dann durch eine Hervorhebung kenntlich machen kann. Wir wollen, und das gilt also immer, Sinn, Entstellungen, Verfälschungen vermeiden. Also was sicher nicht gute Übung im wissenschaftlichen Zitieren ist, dass Sie heute ein Originalzitat einfach ins Gegenteil verkehren. Alle Änderungen, Auslassungen, Einfügungen in einem direkten Zitat sind kenntlich zu machen. Man sollte Zitate auch niemals ohne eine weitere Erklärung sozusagen verwenden. Also ein Zitat wird quasi durch den Text, den man selber verfasst hat, eingeführt und es wird natürlich nach diesem Text dann auch eine Art Auswertung geben. Warum habe ich denn dieses Zitat gebracht? Weil es einen Gedanken, den ich schon geäußert habe, verstärkt. Oder weil es den Beginn eines Gedanken sozusagen auslöst, den ich in meinem wissenschaftlichen Werk jetzt weiter verfolge. Das heißt, wir sagen, wir führen in der wissenschaftlichen Arbeit zu einem Zitat hin und wir werten ein solches Zitat auch dann wieder aus. Gute wissenschaftliche Arbeit verlangt auch, dass wir einen Text, den wir zitieren, und dieses Zitat dann auch sozusagen in unsere Arbeit eingebaut haben, dass wir diesen Text im Original nachweisen können. Das ist natürlich für Wissenschaftler an Universitäten, die hier auf die Bücher zurückgreifen können, leicht möglich. Wenn Sie heute über Fernleihe zum Beispiel sich ein Werk ausgeliehen haben, das Sie zitieren, wäre es günstig, wenn Sie dieses Zitat, das Sie verwenden, einfach auch in einer Kopie nachweisen oder, wie das jetzt in den modernen Zeiten ist, dass wir eben einen Internet-Url, den wir abgenommen haben, mit abgefragt sogar mit der Uhrzeit nachweisen. Das heißt, wir haben eine im Internet gefundene Quelle mit Abfragedatum und Uhrzeit versehen, damit wir sie quasi einfrieren und sagen, zu diesem Zeitpunkt hat diese Quelle das hergegeben. Nur bei schwer findbaren Quellen sozusagen können wir diese Quelle aus einer anderen Quelle zitieren, also zitieren nach, weiß ich nicht, Sie finden irgendeinen wichtigen Text aus einer ursprünglich philosophischen Quelle nicht im Original und zitieren dann den Förster, wenn er über die Staatsphilosophie Texte der klassischen Philosophie interpretiert, dann können Sie das natürlich sozusagen herausbringen, Sie zitieren nach, ja, also Beispiel, Sie auch in der Unterlage. Der indirekte Verweis, wir haben hier schon die Paraphrase mal vom direkten Zitat unterschieden, das direkte Zitat, die wortwörtliche Wiedergabe, aber auch die Paraphrasierung, die sozusagen indirekte, die sinngemäße Wiedergabe der Quelle ist eindeutig auszuweisen, das hatten wir auch schon bei Umberto Eco gesehen. Die dritte große Herausforderung beim Zitieren ist die Kennzeichnung von Zitaten. Wir haben schon gesagt, ein direktes Zitat ist durch Ausrufungszeichen am Anfang und am Ende gekennzeichnet. Zitate im Zitat werden durch einfache Anführungszeichen kenntlich gemacht. Also Sie zitieren jemanden, der innerhalb seines Zitat, das von Ihnen verwendete Zitat ist, ebenfalls zitiert hat. Dann haben Sie am Ende
am Anfang und am Ende des von Ihnen zitierten Textes das doppelte normale Zeichen und das vom Originalautor verwendete, seinerseits sozusagen zitierte, mit einem einfachen Strichlein. Blockzitate, das, was wir bei Umberto Eco gemeint hätten, alles, was so länger wie drei Zeilen ist, müsste man einrücken und einzeilig bringen, sollte man tatsächlich erkennbar machen. Also man kann hier eine kleinere Schrift wählen, man kann den Zeilenabstand verringern, man kann das einrücken. Also hier einfach gemeint längere Zitate, die Sie übernehmen, als solche kennbar machen. Viele Vorschriften der Bildungseinrichtungen haben hier Angebote, wie Sie ein sozusagen längeres Zitat, man nennt das eben auch Blockzitat, hier in Ihr Werk aufnehmen können. Wie schaut das jetzt mit der Interpunktion aus? Also wenn Sie einen vollständigen Satz oder einen Satzteil zitieren, es wird auch, wenn Sie aus einem längeren Originalsatz einen Teil entnehmen, sozusagen dieses Satzfragment unter Anführungszeichen gesetzt. Wenn Sie einen ganzen Satz zitieren, dann enthält der auch den Punkt. Dann ist der Punkt sozusagen Teil dessen, was Sie zitieren, weil dann können wir herausfinden, dass Sie den ganzen Satz zitiert haben und nicht nur ein Satzfragment. Also, wenn Sie einen Satz zitieren zur Gänze, Anführungszeichen am Anfang, Punkt, Anführungszeichen am Ende, Angabe der Fußnote, ja, oder Setzen der Klammer, wenn Sie es im Fließtext zitieren. Also beim gesamten Satz gehört auch noch das endende Satzzeichen in die Anführungszeichen mit aufgenommen. Das heißt, klar, alles, was wir übernehmen, inklusive Satzzeichen, ist aus dem Original übernommen. Wie schaut es jetzt mit Ellipsen aus, also mit Auslassungen? Wenn wir in einem wortwörtlich übernommenen Zitat etwas auslassen, dann müssen wir das kennzeichnen. Da kennen Sie diese eckige Klammer am Anfang und am Ende und dazwischen die Punkte. Dann wissen wir, aha, hier hat im original zitierten Satz war etwas, das in der Quelle sozusagen steht, aber von uns nicht übernommen wurde. Wenn man also hier jetzt längerfristige ganze Absätze zum Beispiel auslässt, dann kann man diese Auslassung, Klammer, drei Punkte, Klammer, auch in eine eigene Zeile setzen. Dann sieht man, aha, hier ist die Auslassung eine deutlich größere als nur einige Worte. Sie können jetzt Ergänzungen, also Interpolationen nennt man das, im Zitat einbringen und ebenfalls in die eckige Klammer setzen, aber mit Ihren Initialen dann kennzeichnen. Das heißt, Sie erweitern jetzt ein Originalzitat um einen eigenen Teil, dann müssen Sie diesen eigenen Teil, weil er ja nicht aus der fremden Quelle kommt, auch sichtbar machen. Die schon angesprochenen Fehler im Originaltext sind durch diese eckige Klammer mit den drei Buchstaben S-I-C, SIG. Das heißt, es ist tatsächlich so, also das hat tatsächlich die Originalquelle so geschrieben, erkennbar zu machen. Erkennbare Rechtschreibfehler und Druckfehler sind hier nicht zu kennzeichnen. Also wenn Sie, das hat jetzt gerade etwas für antiquierte und eigentümliche Schreibweisen zu tun, Sie müssen also auch jetzt nicht diese Rechtschreibprogramme wieder dann zurück verbessern, wenn das die Doppel-S-Schreibung zum Beispiel korrigiert hat. Hervorhebungen, Sie finden das auch in den von uns sozusagen verwendeten Folien der Bildungseinrichtungen, mit denen wir zu tun haben, dass wir eigene Hervorhebungen in einem Zitat immer kursiv eindeutig kennzeichnen. Wir können jetzt hier reinschreiben, die Hervorhebung ist von mir oder die Hervorhebung ist von Martin Stieger, MS oder meine Hervorhebung. Also Hervorhebungen bitte kennbar machen. Liegen bereits im Original, das habe ich schon erwähnt, Hervorhebungen vor, dann sollten Sie auch diese mit den eckigen Klammern erkennbar machen oder im Anschluss an das Zitat als solche bezeichnen. Hier könnte man auch
sich mit Abkürzungszeichen bedienen. Wenn Sie das öfter in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit machen, dass Sie meinen, Sie müssen hier solche Hervorhebungen oder Auslassungen oder was immer, Interpretationen erkennbar machen, dann können Sie das mit Ihren Initialen zeichnen und dann wissen wir beim dritten, vierten Mal, aha, das sind Sie. Quellennachweise, wir haben schon gesagt, alle Quellen, die wir verwenden, müssen wir auch in das Literaturverzeichnis aufnehmen. Wir können natürlich auch Quellen verwenden, die nicht reine schriftliche Unterlagen sind. Also wenn andere Quellen verwendet werden, Tondokumente zum Beispiel oder gefundene Artefakte, dann sind die ebenfalls als Quellennachweis aufzuführen. Wir haben jetzt zwei sich durchsetzende Systeme, wie man solche Quellen sozusagen dann verzeichnet und sie auch im Text sozusagen als Bezugssystem verwendet. Wir haben einmal die von mir persönlich, aber ich bin halt auch schon älter, verwendete quasi geisteswissenschaftliche deutsche Zitierweise, wo wir durch eine Einfügung, eine Fußnote andeuten, nicht nur andeuten, sondern wirklich machen, in der wir dann die Quelle angeben, die Paraphrase mit Vergleiche oder siehe dazu und das direkte Zitat gleich, indem wir den Autor hier ins Treffen führen, während es auch die angelsächsische, amerikanische, auch naturwissenschaftliche Zitierweise, hier ist vor allem die Harvard-Zitation gemeint, im Fließtext verwendet wird. Das heißt, der Quellennachweis erfolgt gleich am Ende des Beleges, den wir sozusagen der Quelle, die wir genommen haben, in einer Klammer. Das eine ist sozusagen der Nachweis in Fußnotenform und das andere ist der Nachweis im Fließtext. Der Quellennachweis in der Fußnote, hat auch den Vorteil, dass wir hier sehr präzise die Quelle benennen können. Hier finden Sie Beispiele in den Unterlagen. Also meistens ist es der Name, also Zapotocki-Klaus, ja, und dann je nachdem, welche Vorgaben Sie von Ihrer Bildungseinrichtung bekommen, wird nach dem Doppelpunkt Zapotocki-Klaus-Doppelpunkt der Titel der Arbeit gebracht und dann das Jahr der Erscheinung und vielleicht sogar der Verlag, in dem das produziert wurde, oder manche schreiben auch Zapotocki-Klaus, Klammer auf 2018, Klammer geschlossen, Doppelpunkt Einführung in die Soziologie und dann die Seite, aus der sozusagen diese Quelle entnommen wurde. Beispiele finden Sie auch in den Unterlagen, wobei hier die Beispiele, die wir Ihnen geben, wirklich nur Beispiele sind, weil Sie in der Regel von Ihrer Bildungseinrichtung ja eine Unterlage bekommen, wie Sie zitieren sollten und wie man Autoren zitiert. Und das ist jetzt wirklich nicht wichtig, ob jetzt erst der Vorname oder der Familienname oder das Datum vor dem Titel oder nach dem Titel kommt, also jetzt Titel der Arbeit, akademische Grade werden ja nicht zitiert, folgen Sie den Regeln Ihrer Bildungseinrichtung und daher eben hier nur als Beispiel angeführt. Also jede Bildungseinrichtung, jede Hochschule gibt den Wissenschaftlern eigene Vorgaben oder sogar Vorlagen, wie zu zitieren ist. Mir ist diese deutsche geisteswissenschaftliche Zitierweise deshalb lieber, weil man eben sehr umfangreiche Quellenangaben in der Fußnote machen kann und die Lesbarkeit des Textes nicht unterbrochen ist. Junge Wissenschaftler, ich glaube, meine Töchter zitieren schon in der Harvard-Zitationsweise, die sind das sehr gewohnt und die können das also auch schon entsprechend lesen. Die sagen, ich will nicht diesen umfangreichen Fußnotenapparat haben, ich will im Text kurz wissen, aha, das ist der und der, weil ich ja auch mit der Originalliteratur vertraut bin. Also wenn jetzt jemand einen Hegel zitiert, dann weiß der gekonnte Hegel-Experte, wenn sich hier nur im Fließtext ganz kurz der Hinweis ergibt, aha, das kenne ich auch, der zitiert eh immer dasselbe. Ja. Kurzbelege in der Textzitierung, also im Text selber, Fußnote nicht am Ende der Seite, sondern im Rahmen des Textes, Harvard-Zitierweise, hat eine kurze Information im Text, aha, ich weiß, welche Quelle er sich verwendet. Wenn relativ viel Sekundärliteratur verwendet wird, dann wird natürlich die Zitierweise immer länger und dann kann das schon also störend sein und fordert auch unsere Literaturprogramme, die wir verwenden, um eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Wie wird nun die zitierte Quelle zitiert? Hier haben wir genau
Vorgaben auch von unserer Bildungseinrichtung. Also meistens ist es der Autor, das Jahr und die Seitenzahl. Wenn wir mehrere Werke haben, ja, von einem Autor, dann kann man das so kennzeichnen, dass wir zum Beispiel im Fließtext haben Zapotocki 1989a, Zapotocki 1989b, weil er zwei Werke im selben Jahr geschrieben hat, und wir haben dann hinten im Literaturverzeichnis auch ausgewiesen, um welche Werke es sich handelt. Bei mehreren Autoren, Zapotocki und Strunz, Zapotocki-Strunz, also es sollten auch mehrere Autoren für ein solches Werk natürlich angeführt werden. Aber wie gesagt, Sie finden in den Unterlagen, die Sie von uns bekommen, hier Beispiele dafür, die sich nicht unbedingt mit den Unterlagen decken müssen, die Sie von Ihrer Bildungseinrichtung bekommen, aber das macht nichts. Es muss immer nur die Nachvollziehbarkeit gegeben sein. Bei einschlägiger Primärliteratur steht in den Unterlagen, können wir auch ein Siegelverzeichnis führen. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel GA für Gesamtausgabe sehen oder KSA, kritische Studienausgabe, dann kann das die wissenschaftliche Arbeit erleichtern, kommt also bei hochwissenschaftlichen Arbeiten öfter vor als bei Referaten, Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten, aber Sie sollten zumindest damit vertraut sein, dass es solche Systeme gibt. Wir kennen auch unterschiedliche Systeme, wo ein bisschen die Zitierung der Fußnote mit der Zitierung im Text gemischt wird, weil wir eben aufgrund der Zitierweise im Text bestimmte längere Ideen, die wir einbringen wollen, aber die wir im Fließtext nicht lesen wollen, dann in die Fußnote stellen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Sie, wenn Sie eine Quelle aufrufen, in der Harvard-Zitationsweise sind, aber wenn Sie etwas erklären wollen, trotzdem noch mit Fußnoten arbeiten. Also insbesondere, wenn Sie einen Ausdruck, der eine bestimmte Bedeutung hat, anders interpretieren und hier klar machen wollen, dass Sie das anders verstehen, unter, weiß ich nicht, Sozialgewinn oder wie, dann sollten Sie das in der Fußnote auch entsprechend ausweisen können, selbst wenn Sie in einem Harvard-Zitationssystem sind. Das heißt, nicht jedes Werk, das im Text Harvard zitiert und trotzdem Fußnoten hat, ist ein aus Plagiaten zusammengesetztes, weil das waren so am Anfang meiner wissenschaftlichen Tätigkeit, hatte ich zum Beispiel auch einen sehr findigen Studierenden, der hat aus verschiedenen Seminararbeiten eines Seminars, das er besucht hat, die natürlich von jeweils einem anderen Studierenden erarbeitet wurden, dann ein Sammelwerk gemacht, und dann war der erste Teil, die Einführung in die Arbeit, war anders zitiert als der zweite Teil, der dritte Teil, dann ist man aufgrund dieser unterschiedlichen Zitierweisen relativ schnell draufgekommen, dass das ein Plagiat ist. Aber der Hinweis, dass manchmal im Text zitiert wird und manchmal in der Fußnote, ist noch kein Hinweis auf ein Plagiat, weil es eben diese Mischsysteme gibt. Sie können sich jetzt hier solche Unterlagen auch anschauen, wie hier zitiert wird. Vielleicht noch am Abschluss dieser kurzen Einführung in das richtige Zitieren. Wenn Sie hier eine Quelle aufrufen, also Sie haben zum Beispiel jetzt ein Buch, aus dem Sie zitieren wollen, dann ist es ja eine große Herausforderung, einmal jene Belegstelle aus dem Buch zu finden, die für Sie wichtig ist. Also wie komme ich jetzt dazu, aus einem dicken Buch, das ich habe, eine für mich brauchbare Quelle zu finden? Und ich habe das am Anfang, also bei meinen ersten wissenschaftlichen Arbeiten, war ich so ein Jäger und Sammler und habe an der Uni Linz dann eine Reihe von Büchern einfach mir ausgeborgt und habe sie wie ein Wilder kopiert, habe dann ganz dicke Bene-Ordner mit den Quellen angegeben. Also ich hatte wirklich, glaube ich, 10 oder 12 große Bene-Ordner voll mit kopierten Büchern, also umfassendste Literatur zu Hause. Nur ich habe das weder sozusagen katalogisiert, noch habe ich mir aufgeschrieben, was ich jemals in einem Werk gelesen habe. Ich habe mir es zwar fest mit Signalstift, mit diesen Signalfarben, also mit Gelb, habe ich die wichtigsten Dinge, die ich für interessant gefunden habe, auch sozusagen für mich kenntlich gemacht, aber ich habe es in keiner Weise gesichert und habe das dann immer wieder noch einmal neu lesen müssen. Das heißt, wir kommen beim anderen Teil des wissenschaftlichen Arbeitens auch noch darauf zu sprechen, wie wir uns sozusagen besser strukturieren, um dann auch entsprechend arbeiten zu können. Aber auch, wie lese ich zum Beispiel einen Text.
Also wenn ich mich an ein Buch heranmache, aus dem ich glaube, eine Erkenntnis für meine wissenschaftliche Arbeit gewinnen zu können, dann lese ich sozusagen nicht munter drauf los, sondern mache das, was hier in der Textlektüre quasi als Leitfaden angegeben ist. Wir schauen einmal den Text an und stellen den in einen bestimmten Kontext. Warum wurde das Buch damals geschrieben? Um eine Idee zu vertreten, um vielleicht eine Gegenposition einzunehmen. Bin ich jetzt auch in einer Gegenposition, dann kann ich hier diesen Text schon kontextualisieren, also in einen Kontext stellen zu dem, was ich selber untersuchen möchte. Ist das Buch hinsichtlich der Fragestellung, die ich an meine wissenschaftliche Arbeit habe, hochinteressant? Wie schaut es mit der Zielsetzung meiner wissenschaftlichen Arbeit und der Zielsetzung dieses Buches aus? Das heißt, es macht schon Sinn, wenn Sie ein anderes Werk zur Rate ziehen, dass Sie sich einmal ganz kurz anschauen, was ist die Zielsetzung dieser Arbeit, was ist das Endergebnis dieser Arbeit. Hat er nämlich die Zielsetzung verfehlt, dann brauchen Sie es vielleicht nicht. Und dann, und das ist auch so ein Rat, schaue ich immer bei den Werken gleich in dessen Literaturangabe nach, wie zeitnahe sind die Quellen, die er verwendet oder sie verwendet hat, also meine Vorautorin sozusagen, wie zeitnah ist das, und vielleicht finde ich sogar eine Quelle in der von mir jetzt verwendeten Quelle, die noch näher am Thema ist oder vielleicht eher noch in meine Richtung geht. Das heißt, wir überlegen uns bei der Fragestellung und der Zielsetzung unserer Fragestellung der Arbeit und der Zielsetzung, hat die einen Bezug mit der Fragestellung und Zielsetzung des Werkes, das ich mir jetzt ausgeliehen habe oder mir besorgt habe oder im Internet gefunden habe. Geht es um die zentrale These, die ich will, dann muss ich sie im Buch aufspüren, das heißt, wir lesen relativ zielgerichtet. Oder sehr gut sind wichtige Begriffe. Also wenn ich mir überlegt habe, in meiner Arbeit geht es um bestimmte Dinge, was ist wichtig für mich, vielleicht habe ich ein Stichwortverzeichnis der vorliegenden Quelle und Unterlage, aus dem ich selber herausfinden und herauslesen kann, aha, der war so nett, ein Stichwortverzeichnis zu machen, dann kann ich genau nach diesen zentralen Begriffen in dem Werk suchen und muss vielleicht nicht alles lesen. Das heißt, ich habe hier ein Buffet an dem ich sehe, aha, da gibt es verschiedene Gusterstücke, ich kann nicht alles essen, selbst wenn man es versuchen würde, gerne von Natur aus. Ich nehme das heraus, was jetzt genau für mich sozusagen wichtig ist. Das heißt, ich stütze meine Argumentation und Methodik, indem ich also hier sehr überlegt ans Werk gehe, welche Werke ich in welchem Zusammenhang lese. Kann natürlich sein, bei schwierigen Werken, dass Sie diese Bücher dann in den wichtigen Teilen vielleicht mehrfach lesen müssen. Sie können sich fast sozusagen, also meine Tochter macht das immer und die ist ja wissenschaftlich deutlich besser unterwegs als ich, die sagt, ich überlege mir Fragestellungen an den Text. Also was hätte ich gerne, welche Fragen für meine wissenschaftliche Arbeit hätte ich gerne, dass der Text, den ich jetzt gerade verwende, für mich beantworte. Und dann gehe ich sozusagen mit Fragen an den Text. Das ist fast ein bisschen so wie der Umberto Eco, der sagt, ich rufe einen Autor als Zeugen auf, der meine Gedanken stützt. Das heißt, ich stelle Fragen an den Autor. Ich sage jetzt lieber Klaus Zapotocki, den bringe ich immer wieder, weil Klaus Zapotocki nicht nur ein Freund geworden ist und ich viel mit ihm jetzt auch arbeiten durfte, sondern ich habe auch bei ihm eine wissenschaftliche, also eine meiner Diplomarbeiten schreiben müssen. Also wie würde er denn jetzt dieses Thema lösen? Und er hat ja umfangreiche Werke geschrieben. Wie hat er diese Frage dann in seinem Werk sozusagen beantwortet? Man kann sich also hier schon überlegen, wie man sich an einen solchen Text herangeht. Stellen Sie einfach Fragen an den Autor, den Sie zitieren wollen. Fragen Sie die Autorin, die Sie in ihr sozusagen wissenschaftliches Werk aufnehmen wollen, wie hätte sie diese Frage beantwortet? Und wenn Sie dann eine zufriedenstellende Antwort finden, dann haben Sie Ihr Zitat. Ich wünsche Ihnen beim Anwenden des richtigen Zitierens alles Gute und bei Ihrer wissenschaftlichen Arbeit auch den verdienten Erfolg. Danke.